Tag, Servus, Grüezi und Grüß Gott an alle Zuschauer und Zuschauerinnen mal wieder in allen Herren Ländern. Ja, was heißt Herren Ländern? Aber ich sage jetzt mal in allen Ländern. Mir bekannt sind nur zwei, wie zum Beispiel Österreich und Schweiz. Da war ich auch sehr oft in Österreich und in der Schweiz. Wir haben ja wieder Donnerstag. Also das ist jetzt die Donnerstagsfolge und ich guck mal eben kurz rein und besinne mich auch wieder auf einen Eintrag in meinem in meinem Kommentar, und da heißt es, der Händler Amat, also aus Uga, kann ich Karten, Schreibpapier und andere Dinge bekommen, auch besondere Karten. Ja, da wollen wir den mal suchen. Des Weiteren habe ich mich sowieso gewundert, wieso Warant. Hier heißt es immer Händler in Mutana, gut, okay. Ich habe natürlich geguckt, okay, Händler in der Stadt Uga, so wie es hier auch ist, Adamos, Chorus, gut, okay, muss man halt eben ein bisschen mehr suchen. Jetzt aber Amat suchen. Und ich glaube, wo ist der? Ich suche ne mal und dann springe ich mal dahin, ne? Das ist wirklich nicht mein Problem. Du. Ich suche noch rum. Ganz dumm suche ich rum. Irgendwo wollte ich hin. Genau, und zwar an einem Platz, wo ich noch nicht war, und zwar hier. Hier runter. Da liegt nämlich Gold rum und eine verschlossene Tür. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Da hast du recht. Also ich glaube, wenn halt eben ich jemanden gegenüberstehe und es besteht die Möglichkeit eines Taschendiebstahls und dort hat jemand einen Schlüssel bei sich, einfach unter der Treppe im Waffenbündel, dann sollte ich doch wagen, den dann zu bestehlen. Und was haben wir denn hier? Irgend so eine Ecke wieder mit ein paar Sachen. Gletscher, Quarz, Würfelsche. Milch. Also es gibt Milch und Ziegenmilch hier in Uga. Das ist sehr gut. Das sind. Hier ist nichts dabei. Ah, fürs Kiffen habe ich jetzt keine Zeit. Sup. Ah, wer bist du denn hier? Das ist Sindbad. Sindbad. Okay, hallo Sindbad. Ein Kind ist er nicht mehr. Hallo, du bist nicht aus dieser Gegend, oder? Du sagst es, Sohn des Scharfsinns. Mein Name ist Sindbad und ich komme von den südlichen Inseln. Von den südlichen Inseln? Na, hatte ich mir auch irgendwie gedacht. War ja auch nicht so schwer, oder? Nö, eigentlich nicht. Was machst du hier in Warant? Nun, sagen wir mal, ich will etwas von der Welt sehen. Naja, nebenbei gesagt, will ich auch etwas Gold verdienen. In meiner Heimat ist man schon an meine Kunststücke als Feuerschlucker so gewöhnt, dass es kaum noch jemand interessiert. Daher bin ich nach Warant gegangen, um mal den Assassinen und Nomaden zu zeigen, was ich so drauf habe. Und? Sind die Assassinen beeindruckt? Naja, ehrlich gesagt nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Ich hatte mehr erwartet. Es kommen leider nur wenige Leute zu meinen Vorstellungen. Diese Beria-Anhänger sind mehr von den Zauberkunststückchen ihrer Magier beeindruckt, als von meinen Fähigkeiten. Bei den Nomaden dagegen sieht es anders aus. Die kann man noch wirklich beeindrucken. Wenn also in Uga nichts mehr zu verdienen ist, gehe ich in die Berge. Hm. Haben denn die Assassinen nichts dagegen, dass du ihre Feinde aufsuchst? Keine Ahnung, aber unter uns gesagt, interessiert mich das ziemlich wenig. Ich mache eh, was ich will. Aber vielleicht werde ich schon eher Uga verlassen. Langsam geht mir nämlich mein Tabak zu Ende. Wieso? Hier in Uga kannst du doch überall Tabak bekommen. Es bringt mir nichts. Ich rauche nur eine spezielle Sorte. Aber das ist echt starker Tabak. Sowas hast du noch nicht geraucht. Na, scheiße. Sorry, fällt mir gerade ein, ich muss ja aus Bahal ja noch Tabak klauen. In jedem Päckchen in eins oder sowas. Ja, Sindbad, wann ist denn die nächste Vorstellung? Ist ja cool, jetzt haben wir schon den zweiten Künstler, einen Feuerschlucker und einen Musiker. Wann ist denn die nächste Vorstellung? Meine Vorstellung findet jeden Abend zwischen 19 und 23 Uhr statt. Mit Zugabe schon mal bis halb eins. Aber wenn du Lust hast, kannst du auch gegen Mittag mal vorbeikommen. Da übe ich immer. Das ist ja irre. Geht es los? Geht es los? Kommt zwischen 19 und 23 Uhr wieder vorbei. Dann findet die Vorstellung statt. Wie cool ist das denn? Okay, 15.25 Uhr. Jetzt muss ich mal auf eine Karte gucken, wo das jetzt genau ist. Also dann muss ich jetzt wieder ummodeln, weil die Karte suchen. So im Off positioniert und gucken, wo wir uns genau befinden. Und das ist eigentlich relativ in der Mitte. Ach, da oben, okay, also in der Mitte und dann weiter unten, habe ich mir gemerkt. Ja, Sindbad. Oh, Sack mit Mehl. Wir brauchen ja Säcke Mehl, jetzt habe ich 7. Ich habe nämlich in meinem Inventar schon vorher mal nachgeguckt. 7 Säcke Mehl. Und keine Mühle in der Nähe.
Ach, hier ist wahrscheinlich noch ein Sack mit mehr. Ja. Was haben wir hier noch so versteckt? Oh, wir haben hier noch eine Truhe. Und noch einen Sack Mehl. So, dann werde ich jetzt mal abspeichern und die Truhe knacken. Und natürlich die Musik anschalten. Hier, da wollen wir doch mal wieder hier unser Geschreibsel holen. Und, aha. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Entschuldige bitte. Oh, man kann runtergucken. Okay. Jetzt aber immer noch nicht. Aha. Lass mich raten. Ja. Lass mich nochmal raten. Ja. Lustige Doppelkombos. Okay. Dann holen wir das mal raus. Hier ist ein Fass zum Verstecken. Nein. Nicht zum Verstecken. Dum, dum, bum, bum, bum. Mal gucken nochmal hier oben. Was hoppelst du da lustig? Ist auch eine Herberge. Das ist Ben. Hallo Ben. Hey du. Hallo. Darf man hier rein? Ich weiß nicht. Der oder Löwenjäger. Halt nicht. Also was jetzt? Frag besser Jose. Der ist im unteren Stockwerk. Na schön. Habt ihr Gäste? Und wie? Da war zum einen Charon. Ein mächtiger Schwarzmagier aus Ishtar, der zurzeit Partharon besucht. Dann wohnt hier noch der sehr bekannte Sklavenhändler Joachim aus Morazul, der hier Geschäfte machen will. Ja, und zu guter Letzt hat der berühmte Löwenjäger Tabor hier ein Zimmer gemietet. Was? Hey du! Es wäre kinderleicht, seinen Käse zu stehlen. Ach nö. Hier gibt's noch einen. Der Löwenjäger. Iskra-Sklave Ben. Achso, bei dem. Ja, ist klar, es ist ja ein Händler. Berichtet mir, dass der Löwenjäger Tabor bei ihnen wohnt. Allerdings ist er zurzeit auf Jagd. Vielleicht weiß ja sein Herr Iskra mehr darüber. Das heißt also irgendwann mal Iskra. Befragen. Speichern. Und ich meine, wenn wir hier schon sind, dann können wir ruhig hier schon ein bisschen ein paar Sachen nehmen. Ich glaube, dass der Ben. Dummer Name eigentlich, finde ich. So, südstaatenmäßig. Tabors Truhe. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, dann gucken wir mal, was haben wir denn noch alles so in den Ecken versteckt. Einen goldenen Kelch. Ich habe ja auch mittlerweile bei einem Händler. Wahrscheinlich sind das alles. Oh, nicht verschlossen. Ich dachte immer, das wären jetzt Truhen mit Schlüssel. Okay, gucken wir mal. Mhm. Das sind aber Kombinationen hier. Na also, was gibt's? Sprüche! 200 Gold. Untote vernichten, 3 Stück Feuerregen und Eiswelle. Das sind doch gute Zauber. Wobei da nicht steht, wessen Truhe das ist. Ist hier oben noch irgendwas versteckt? Nein. So, Ben hält die Klappe. Das finde ich ja gut. Gibt's noch ein Buch des Wissens. Kleiner Lederbeutel. Wunderbar. Dann werde ich mal abspeichern und Buch des Wissens lesen gleich. So. Habe ich es mal vorbereitet. Verstehe. 2 Lernpunkte. Okidoki. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nicht auf. Ah, okay. Das ist wieder eine Truhe, die verschlossen ist. Ja, Ben, dann kann ich ja wieder mal hier diese Etage verlassen. Hier ist noch ein Sack Mehl, ne? Yep. Das ist ja das, was der Torres gesagt hat. Überall gibt es irgendwo Mehl. So, da unten komme ich auch nicht rein. Ich suche noch diesen Amat. Einen anderen Händler. Aber es gibt ja hier. Wo ist ein. Jetzt muss ich mich irgendwie reorientieren. Okay, da ist der Eingang. Wo war nochmal? Ach, Iskrat. Ja, genau. Oder. Mit dem Namen nicht so klar. Das bist du hier. Iskra. Ich habe gehört, dass ein Löwenbändiger bei dir wohnt. So ist es. Es handelt sich dabei um den berühmten Tabor. Zurzeit aber befindet er sich auf Löwenjagd. Wo jagt er denn die Löwen? Am Ende der großen Oase gibt es besonders viele von den Bestien. Dort hat er auch sein Lager aufgeschlagen. Ich hoffe, dass seine Jagd erfolgreich ist. Denn dann kann ich ihm eine Menge Felle abkaufen. Allerdings werde ich auf die Felle wohl noch sehr lange warten müssen.
Aha, habe ich nicht ein paar? Habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Was gibst du mir, wenn Tabor schneller zurückkommt? Rühmt sie Goldstücke, wäre mir die Sache wert. Außerdem würde ich dich bei Torres empfehlen, wenn du darauf Wert legst. Abgemacht. Ich werde Tabor aufsuchen. Gut. Habe aber auf dich Acht. In der Oase gibt es eine Menge wilder Tiere. Die haben wir ja gesehen, die Tiere. Also wir müssen noch Auswärtsgeschichten machen. Einmal den Zeit besuchen. Das ist ganz weit weg. Tabor in der Oase, das ist nicht so weit weg. Und reorientieren wir mal uns mal so Schatzsuche in den Katakomben. Ja, Ugar Schatz Herakles. Ich habe zwar keine Karte über den Standort des Schatzes, aber vielleicht erwische ich Abdallah dabei, wenn er diesen heben will. Jep, das könnte ich auch machen. Ich muss aber erst trotzdem mal den Amazon. Wo ist der bloß? Hier, komme ich hier unten rein. Reinkommen. Was war das? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nicht auf. Mensch. Was war denn das für ein Sound? Die angehört wie Magie-Sound. Branko, okay. Ja, ja, ist gut, ich hau schon ab. Ja, mach, dass du wegkommst. Ah, wo ist denn dieser? Oben bei... In der Einkaufspassage sind sie auch nicht. Ich besuch mal weiter. Da ich wieder ein bisschen Gold habe, kann ich ja nochmal Aramis fragen, der hier wohl drin sein dürfte. Mit der mit den Tipps und Geschicklichkeitsgeschichten. Wo ist denn Aramis? Wo bist du denn? Ach, da ist er. In der Ecke. So hey! Oh. Einfach mal die Tipps jetzt mal machen. Tippbeute machen. Kannst 50 du mir Gold. Einen Tipp geben? Klar, mach 50 Goldstücke. Ja, bitte. Hier hast du das Gold. Na schön, hör zu. Ich glaube nicht, dass ich da. In den Kellerräumen des Magiers Tartaron und der reichen Händler von Uga werden jede Menge Kostbarkeiten gesammelt. Du müsstest nur sehen, wie du an die Schüssel herankommst. Der Rest ist dann ein Kinderspiel. Na schön, danke für den Tipp. Super, noch ein Tipp. Kannst du mir einen Tipp geben? Klar, mach 50 Goldstücke. Hier hast du das Gold. Na schön, hör zu. Ich lieber die Finger. In der Höhle des Tempels von Ashtot sollen die Schwarzmagier einen ungeheuren Schatz gehortet haben. Du müsstest allerdings sehen, wie du in den Tempel gelangst. Zudem wird das Gold schwer bewacht. Wird also nicht einfach sein, sich das Gold unter den Nagel zu reißen. Na schön. Danke für den Tipp. Ja, Aramis, vielen herzlichen Dank. Was gibt's noch? Geschickter werden wahrscheinlich. Nö. Schauen wir mal auf unseren Charakter. Geschick 143. Und 40 Lernpunkte. Ich warte noch ein bisschen und speichere erstmal ab. Und bin weiter auf der Suche nach Amat, Ringo und Django. Mal gucken, wo ich den Amat jetzt endlich finden kann. Jetzt stehe ich am Brunnen vor dem Tore. Nein. So, immer kräftig weiter pumpen. Jetzt weiß ich auch. Schade, das habe ich gerade eben nicht aufgenommen. Weil, als ich das zum ersten Mal gemacht habe, war ja auch diese Meldung dort. Und gerade eben beim ersten Mal, habt ihr leider nicht sehen können, hieß es plötzlich 100 Wasserflaschen gefüllt. Und wenn man nichts hat, dann immer kräftig weiterpumpen. Das ist eine Sklavenwache und hier gibt es einen Fehler. Also hier in dem Gebäude, hier unten zum Beispiel, werden Dinge gezeigt. Das ist hier zum Beispiel und auch ein paar Leute. Hier unten drunter sind, apropos, war ich hier schon drinne? Raus! Also, okay. Dann ja, mach, dass du wegkommst. Ja, dann geht's weiter auf zur Suche. Ach ja, bei dieser Suche fällt mir auch auf, dass ich hier noch gar nicht hochgegangen bin. Es ist so vertrackt hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Mal gucken, wen haben wir denn hier? Schönen Türmchen. Ach, da ist ein Belia-Kämpfer. Okay, fragen wir ihn mal. Wie ist die Lage? Belia, sei Dank. Zurzeit sind unsere Karawanen von den Nomaden einigermaßen sicher. Aber wie lange? Okay, kann man durch den Pass nach Ishtar? Wie komme ich nach Amarna? Okay. Das sind diese Standardgeschichten. Nun, dann haben wir hier nichts Besonderes. Naja. Gucken wir mal, wo es denn noch weitergeht. Hier, das ist ja so. So, hier geht's auch nochmal rum. Weil ich nicht weiß, ob ich hier schon mal war.
kann man immer großartig sehen. Oh, sind alles nur Belia-Kämpfer. Auch ein Belia-Kämpfer. Nö. Lass ich mal. Hier gibt's nichts. Echt übelst. Ach, da kommt der eine. Dann gehen wir mal hier in das Gebäude rein. Erstmal hier hoch. Wer bist du denn? Oh, Samson! Und wo ist deine Delilah? Hallo, wer bist du? Das geht dich nichts an. Ness, lass mich bloß in Ruhe, klar? Nö. Doch. Kacke. Kann ich denn bei dir eintreten? Na? Kann bei ihm eintreten, gut. Nee, der ist aufmerksam. Da brauche ich gar nichts machen. Aber hier haben wir noch einen Assassinen als Bewacher. Okay. Sim, sim, sim. Jetzt gehen wir mal hier rum. Ist wieder eine Sklavin. Sucht die was? Die fegt nur. Die fegt nur. Gut, dass er nur fegt. Bam. Man könnte meinen, hier sind mal irgendwelche Items, aber sind alles schöne Deko-Objekte. Was gibt's hier? Gibt's nichts. Ach ja. Was wolltest du da drin, hä? Ja, Samson, alles gut. Ich gehe mal wieder runter, ne? Und gehen wir mal hier rein. So, wen haben wir hier? Wieder nur ein Sklave. Sehr viele Sklaven hier, gefällt mir gar nicht. Mir auch nicht. Was haben wir hier? Ich suche immer noch den Amak. Ja. Yep. Hau bloß ab. Dann, Jijmeh? Jafar, haben wir den schon gehabt? Darf ich euch sprechen, ehrwürdiger Meister? Na schön. Was willst du wissen? Wer bist du? Mein Name ist Jafar. Ich bin der Hüter des Belier-Schreins. Willst du zu Belier beten? Vielleicht später. Kann ich von dir etwas lernen? Erwirb dir erst das Vertrauen unserer Gemeinschaft. Erst dann bin ich bereit, dir etwas beizubringen. Okay. Also ich kann hier rein, ne? Wer bist du? Auch nur so ein Wächter, Elite-Assassin? Es ist übrigens abends. Es ist übrigens abends und zwar um 19:49 Uhr. Vielleicht sollte ich mal beim Feuerschlucker vorbeigucken. Der Tempelschatz. Okay. Reiche Beute, das sind die. Aber hier hatte ich doch eben. Dachte ich hätte jetzt. Ach, Lehrer. Lehrer, er ist Lehrer. Erst wenn ich da bei den Belia-Jüngern anhänglich geworden bin. Anhänglich. Dann darf ich bei ihm was lernen. Jipp. Ich würde mal sagen. Es ist wieder dunkel, meine Orientierung. Ich weiß nicht, wie diese Schwäche heißt, aber die hatte ich schon als Kind gehabt. Aha, hier haben wir wieder so einen Handelsposten. Vielleicht ist jetzt da dieser Amad irgendwo. Der ist doch hier oben. Ah, natürlich. So eine Einkaufspassage. Bist du das? Nein, das ist Othello und dann kommt der andere. Der Osiris. Amad finde ich nicht. Hatte ich denn den gefunden? Vielleicht hier? Nein. Nein. Ach. Hängenbleiber hier. So, dann werde ich mir doch mal ein Schlückchen Feuer gleich holen. Und bis... Ja, hier war ich auch schon. Und bis dahin überspringe ich das dann. Schubidu, hier ist es ja. Es sind schon ein paar mehr Leute. Bin ich mal gespannt. Uiuiuiui. Hero ist dabei, Hector ist dabei, Ben ist dabei, Kasim ist dabei. Wow. Und gucken wir uns das Mauser näher an. Fehlt eigentlich nur noch die Musik. Die mache ich mal eben an. Jetzt haben wir ein bisschen Musik. Sindbad macht coole Sachen. Gucken, aber wir in seiner Feuerschluckerei dürfen ihn nicht ansprechen. Naja, schade. Die gucken nur zu. Ein gutes Gimmick, finde ich das. Ja, gucken wir mal weiter. Ist das nicht ein schöner Mond? Ja, und ich habe Amad endlich gefunden. Beziehungsweise ich brauchte einen Hinweis.
Er wohnt links neben der Eisenmine, Erzmine und ist hier zu finden. So, oh Mann. Das hat lange gedauert, sorry. Aber gucken wir mal. Ich zahle die 100 Goldstücke Schatzkarten ansehen. Aha. Ich zahle die 100 Goldstücke. Hier hast du sie. Eine gute Wahl. Die Karten stehen ja nun zur Ansicht zur Verfügung. Handel, mal gucken, zeig was er noch Ware. Ach ja. Zinkte Würfel, da habe ich schon einen. Den muss ich mal irgendwie ganz zu Anfang mal gesprochen haben. Barant zur Stadt Uga habe ich. Ein Buch über die verfluchte Mine. Teuer 200, kaufen. Dann Festung Amana, Barant, Katakomben. Habe ich doch, glaube ich, schon eine, ja. Schatzkarte Felsental Ashdod, das Tal Tatmor, Ashdod, Uga haben wir schon. Südwestküste von Barant. Okay. Karte Pass von Ishtar, Myrtanisches Meer, das sollte ich übrigens kaufen. Nordmar, Myrtana und Barant kaufe ich auch. So. Schatzkarte Küstenhöhle. Wieso nicht das? Schatzkarte Westbarant. Schatzkarte Verfluchte Mine. Das ist doch gut. Oder habe ich die jetzt alle doppelt und dreifach? Werde ich gleich sehen. Okay, dann gucke ich mal selber in meinem Inventar, was wir alles Neues haben. Wir haben Karte von Tamor. Okay. Karte zur Kohlenmine. Ich kürze das mal ab. Hier hätten wir die Karte der Katakomben von Stadt Uga. Okay. Nordmarmetana Varant. Ach nee. Leute. Sehr geil. Myrtanisches Meer. Wow. Erstmal Riesenkompliment an die Leute, die das gezeichnet haben, designt haben. Adamos Felseninsel, das ist ja klasse, herrlich. Das Tal von Tatmor, das dürfte ich schon vorher gehabt haben. Ja, das ist die Karte, die ein bisschen zu hell ist. Da kann man den Dings nicht sehen. Den Pfeil. Und jetzt gibt es die Schatzkarten. Schatzkarte Küstenhöhle. Ey, moderne Kunst. Und dann, schaut mal, dieses Kreuz da, ja. Das ist der totale Hotspot irgendwie auch. Ja, für den Schatz natürlich, klar. Schatzkarte Westwarland. Mal gucken. Und das sieht schon ein bisschen impressionistischer aus. Dann gucken wir weiter. Dann ist ja noch eine Schatzkarte. Verfluchte Mine. Da können wir ja... Oh, das sieht ja auch genauso aus. Okay. Die andere. Ja, dann haben wir das schon mal gemacht, ne? Dann haben wir den Amat getroffen und die Karten gekauft. Aber was hat er dann liegen? Ein leeres Blatt. Ich speichere mal ab. Ach, das ging. Das ging ja easy. Und hier gibt es hier noch was zu holen. Na, hier mal gucken. Die Tür. Da kann ich rein. Ach ja, richtig. Ist das hier nicht der Eingang zu den Katakomben? Ja, richtig. Alles. Nee. Doch. Sieht wohl so aus. Genau, das war ja der Eingang zu den Katakomben. Merken. Da gehe ich aber später hin. Oh, es gibt so viel zu tun hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe noch was gesehen. Und zwar eine Truhe. Sogar zwei Truhen. Vielleicht sollte ich die da mal natzen, die Truhen. Ja. Gucken. Gucken. Okay. Ohne Goldstücke. Nehmen wir. Sehr schön. Dann machen wir die andere Truhe auch nochmal auf. Da ist nichts drin. Auch lustig, oder? Ne, ist nichts drin. Es ist eine verschlossene Truhe, wo nichts drin ist. Das habe ich auch noch nie erlebt. Schöne Sau. Sauerei. Guck mal ins Logbuch. Das Mine, die Mine der Verfluchten. Super. Ach, hier. Amat erworben. Sie zeigt einen Eingang einer Mine zwischen Uga und Amara liegt und angeblich verflucht sein soll. Es soll aber auch irgendwo ein Schatz vergraben sein.
Schatzsuche in West... Ah, jetzt haben sich die Logbucheinträge erweitert, nachdem ich die Schatzkarten mir angeguckt habe. Ja, das ist doch schön. Genau, das sind nämlich die drei Special-Schatzkarten, die wir eben gesehen haben. Jetzt gucke ich mal, wie spät haben wir es eigentlich. 22.46 Uhr. Jetzt gestehe ich zu meiner Schande, ich habe nämlich auch noch ein bisschen die Komplettlösung geguckt oder beziehungsweise auch mal ein bisschen den Grips angestrengt. Und zwar ja, war ja dieses verfluchte Haus da hinten, ne? Dieses, nee, dahinter irgendwie war das. Da werde ich jetzt mal wieder rumgehen, weil es sollte doch da eigentlich ein Geist sein, eines Alchemisten. Aber ich habe ja nur die Skelette gesehen. Vielleicht habe ich da irgendwie verpasst, da irgendwie zum richtigen Zeitpunkt dort zu erscheinen. Das werde ich jetzt nochmal ausprobieren. Bis dahin, bis gleich. So, jetzt befinde ich mich beim unheimlichen Haus. Ist nämlich noch eine aktuelle Mission. Nicht wahr? Deswegen werde ich wieder mal da rein. Du sollst da hochklettern, nicht hochjumpen und gucken, was da ist. Und damit ich mir wieder nicht so die Haxen verstauche, werde ich mal... Ihr wisst Bescheid, ne? Gab es in der letzten Folge hier in der Truhe da drüben drin. Sub. Und jetzt, ja. Super. Jetzt sind wir drin. So, und ich schätze mal. Also es stand in der Komplettlösung drin. Und der Geist gibt dir irgendeinen Schlüssel. Und wo ist der Geist? Das war ja unten. Ich glaube, da unten, wo... Ach ja, richtig, wo diese Verwinklung ist. Hier. Wo hier nichts ist. Gucken wir nochmal auf die Uhr. 21.28 Uhr. Ich werde mal... Ach, deswegen ist da oben auch ein Bettchen, so ein Himmelbettchen. Moment, wo war das nochmal, das Himmelbettchen? Das war wahrscheinlich wieder weiter oben. War das hier drin? Nein, nur ein Sofa. So, da ist es. Werden wir mal hier mal bis Mitternacht schlafen. Heißt, es sind nur 20 Minuten, aber trotzdem will ich jetzt wissen, ob da unten jetzt dieser Geist ist. Eines Alchemisten. So, speichere ich sicherheitshalber nochmal ab. Wo ist der Geist? Was muss ich machen? Oder was haben die Symbole zu bedeuten? Hatte ich ja in der letzten Folge schon, einer der letzten Folge schon mal gesagt. Oder ist das hier der Geist? Nee, das ist nur ein Skelett. Ja, das ist jetzt komisch. Habe ich hier irgendwas noch? Vielleicht muss ich nochmal den Hebel auslösen. Ich überspringe das dann mal. Oder stehe ich nun am Hebel? Kann ja sein, dass man was auslösen muss. Vielleicht ist da ja was getriggert worden. Ich bin mir nicht so sicher. Okay. Jetzt ist... Das geht da wieder unten. Und nochmal lösen aus. Der Hebel ist wieder oben. Ich höre aber nichts. Okay, jetzt müsste dann das Tor wieder aufgehen. Ja. Und jetzt? Wo ist der Geist? Kein Geist. Ja, oder vielleicht haben die Symbole was damit zu tun? Ich habe keine Ahnung. Menno, 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 Menno. Wieder voll drauf reingefallen hier. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Shit. Ach, da bleibt mir nur wieder eins übrig. Wieder raus beamen. Während ich hier so raus beame, überlege ich gerade. Ich glaube, der Geist erscheint mir gar nicht, wenn ich von oben reingehe, sondern von unten. Also bestimmt durch die Katakomben. Leute, bin ich da richtig? Dass ich dann von der anderen Seite dieser Tür durchkomme? In dieses unheimliche Haus und dann wird dann der Geist getriggert. Könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben. Ich bedanke mich, gebt einen Daumen und bis zum nächsten Mal. Ich sage Tschüss.